Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Kommunikationsformen sich vervielfältigen, sich verfeinern. Es gibt nicht mehr nur dieses gesprochene Wort, sondern wir können über Gedanken, reines Denken wahrscheinlich vermehrt miteinander kommunizieren. Über Gedanken. Es gibt auch diese Theorie oder dieses geflügelte Wort, die Materie wird durch Geist erschaffen. Geist erschafft Materie. Geist, wenn wir sagen Geist, ist auch in Verbindung mit dem Denken zu sehen. Dann gibt es dieses andere geflügelte Wort, wir sehen, was wir denken. Pass auf, was du denkst. Pass auf, welche Gedanken du dir vielleicht ausmalst, vor deinem Geist bildlich ausmalst, was du dir herbeisehnst. Pass auf, was du dann sagst, entlässt in diese Welt, weil die Welt all das reflektiert und sich dieses Gedachte und Gesagte materialisiert. Sozusagen spiegelt uns die Realität das, was wir alle denken. Diese Erhöhung des Bewusstseins und damit eine höhere Wahrnehmung, die einen zunächst mal irritiert, hat für mich sozusagen einen ganz wesentlichen Charakterpunkt. Denn er bedeutet erst einmal, dass es uns befähigt, uns mit Altem, was wir so weggeschoben haben, auseinanderzusetzen. Das in unser Bewusstsein zu holen, was vielleicht ausgeblendet war, wie manchmal vielleicht auch selber gerne ausgeblendet haben. Und wir vieles hinterfragen können. Wichtig ist eigentlich, dass man das nicht nur individualisiert oder auf sich bezieht letztendlich und diesem Impuls folgt, du bist krank, weil dann ist natürlich die Frage, was ist gesund? Das wäre die Gegenfrage in einer eine Spezies, die sich und alle anderen sozusagen zusehends vernichtet, zerstört. Ist sie gesund? Kann man nicht als gesund bezeichnen. Also sind auch die Begriffe gesund und krank relative Begriffe. Wichtig ist, dass die, die es betrifft, die etwas wahrnehmen, die fühlen, es geht etwas auch vielleicht Unerklärliches ab, es geschieht etwas, man fühlt richtig, dass man auf eine andere, in einen anderen Zustand kommt. Das ist wichtig, sich mit anderen auszutauschen, wachsam zu sein, wer hat ähnliche Wahrnehmung, wer hat, man bekommt so Antennen dafür ein bisschen, dass man sich Signale sendet sozusagen und dann kann man sich austauschen, untereinander austauschen. Das ist sehr, sehr wichtig und zwar ganz schlicht und einfach mal diesem Motto folgen, es ist doch schön, wenn wir uns weiterentwickeln und dann ist es auch schön, dass wir uns gegenseitig austauschen und zwar unabhängig davon, wie jemand aussieht, wie alt jemand ist, welches Geschlecht jemand hat, welchen Bildungsstand jemand hat. Wenn uns jemand erzählt, mir ist das und das widerfahren oder ich habe das und das gesehen oder erlebt, mal als Literatur eingeblendet, der Jakobsweg, was ja viele Menschen gemacht haben, die besondere Erlebnisse haben, das gibt es überall, kann man derartiges erleben. Es macht aber Sinn, mit den anderen das zu kommunizieren. Dadurch reflektiert man selber erst, das war man es ausspricht und wird es einem selber noch einmal bewusst, während wenn man das sozusagen schweigend alles in sich hineinfrisst, ist klar, dreht man vielleicht selber irgendwann am Rad, rennt zu irgendwelchen Psychologen oder in Psychiatrie und die können einem letztlich wahrscheinlich auch nicht weiterbringen, weil sie A, nicht diese Wahrnehmung haben, B, nicht die Zeit haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Also gibt es eher Medikamente und man wird wieder runtergeschraubt, medikamentös, dass man auf einem bestimmten Level bleibt. Für ganz wenige Menschen mag das richtig sein, heilsam sein, weil es sie vor sich selbst bewahrt oder vor Zerstörung oder Selbstzerstörung bewahrt.
Aber für die meisten ist es, denke ich, ein besserer Weg, da durchzugehen und sich auseinanderzusetzen. Weil es auch bedeutet, sich mit vielen alten, verkrusteten Strukturen, Theorien, Wissenschaften und festgeschriebenen Gesetzen auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen. Das sehe ich alles auch im Zusammenhang mit dem Stichwort Offenbarung, Lichtbringung. Dass das, was man als Finsternis bezeichnet, oder auch in der Bibel als Finsternis bezeichnet, das Unterbewusstsein ist, unser virtueller Mülleimer, in den wir individuell unser Leben lang, aber als Spezies seit zig Jahrtausenden Müll hineinwerfen, etwas, womit wir uns nicht beschäftigen wollen, weil es uns entweder zu anstrengend erscheint oder uns zu sehr bemüht, weil wir uns mit uns selbst auseinandersetzen müssen, wir müssen etwas hinterfragen, oder es bedeutet Schmerzen, weil es einen Wahrheiten über einen selbst offeriert, die man gar nicht haben möchte. Alles wird hingepackt, das soll man schön still sein. Irgendwann wird dieser Müll in diesem Mülleimer aber immer mehr, bis der Eimer überquillt. Das heißt, der virtuelle Mülleimer läutet die Glocke, ich bin voll, ich bin übervoll, ich bin übervoll. Und wenn man das dann auch nicht hört, kommt es einfach herausgeschossen. In seinem Alltag heißt es, dass plötzlich in irgendeinem ganz normalen Geschehen, was wir haben, vielleicht auch in der Arbeit, die wir haben, wir plötzlich einen Schub bekommen an emotionalen, aus dem tiefsten Inneren, in eine Depression verfallen oder in ein Highlight geschossen werden oder eine Mischung daraus. Und wir nicht erklären können, was ist jetzt passiert, was ist los, ich weiß gar nicht. Habe ich irgendwas gemacht oder so? Und es sind Impulse, die kommen aus dieser Vergangenheit, aus dem, was wir dort hineingepackt haben. Offenbarung bedeutet, diese Sachen ins Licht, in unser Bewusstsein zu bringen. Das Bewusstsein bedeutet Licht. Ich könnte auch sagen, das ist unser geistiger Himmel. Das ist Licht. Wenn ich mir die Mühe mache, es hochzuholen oder es kommt hoch, dann kann ich es betrachten. Und weil ich es betrachten kann, nur deswegen kann ich mich damit auseinandersetzen. Und nur weil ich mich damit auseinandersetzen kann, kann ich etwas erkennen. Und nur weil ich etwas erkennen kann, kann ich sagen, ich erreiche, es ist mir etwas bewusst. Und je mehr ich erkenne, desto höher ist mein Bewusstseinsstand. Das ist es, was derzeit geschieht. Und mir ist, weil ich sehr viel mit Kindern und Jugendlichen, auch mit kleinen Kindern zu tun habe, bei denen ich das feststelle, ganz, ganz wichtig, dass man nicht ausgrenzt, wenn jemand erzählt, mir ist das und das widerfahren oder ich habe das und das gehört oder gesehen oder komisch, eben hatte ich so das Gefühl, da huscht so ein Schatten vorbei, da habe ich geguckt, da war aber gar nichts. Es gibt viel mehr, als uns bewusst ist. Derzeit, es gibt viel, viel mehr, als uns die Wissenschaft oder die offiziellen Nachrichten mitteilen. Es gibt die Materie, die materielle Ebene, es gibt eine feinstofflichere Ebene, Materie in abgestuften Formen. Es gibt die Nicht-Materie. All das ist aber auch Leben. Letztendlich sind es energetische Formen in verschiedenen Daseinszuständen. All das ist Leben, all das kann uns erreichen, all das können wir wahrnehmen. Und das ist vielleicht das, was letztlich mit 2012 gemeint ist, auch schon von den Mayas, dass wir am Ende ein höheres Bewusstsein erreichen und nicht die Welt untergeht, unsere alte Welt, unser alter Bewusstseinsstand sozusagen, der wird nicht mehr zählen. Weil wir in der Lage sind, all das Verdrängte aufzuarbeiten und wir letztlich sozusagen einen höheren, einen weiteren Horizont haben, ein anderes Bewusstsein, damit auch in der Lage sind, uns als Spezies Mensch, alle Mitlebewesen, den gesamten Planeten, das Universum, alles vielleicht neu wahrzunehmen, anders wahrzunehmen, adäquater wahrzunehmen. Und das wäre dann sozusagen die neue Welt. Vielleicht werden wir feinfühliger werden und dadurch hoffentlich auch
toleranter, rücksichtsvoller. Und wir brauchen nicht mehr diese stupiden Klassifizierung. Wir brauchen nicht mehr dieses stupide Gut und Böse, einfach schwarz und weiß denken, sondern wir merken, dass alles miteinander verwoben ist, miteinander in Verbindung steht, kommuniziert und wir immer in diesem Impuls, Fluss oder Strom uns befinden. Und dann ist es so, habe ich dieses Bild, dass dieses gesamte Wissen und Leben, das Wissen des Lebens, das Wissen über das Leben, ein riesiger Strom ist, an dem steht man als Mensch mit einer langen Angelrute am Ufer und hält diese lange Angelrute über den Fluss und irgendwo tappt der Köder aufs Wasser und ich könnte jetzt sagen, ich habe Erkenntnis. Dann habe ich Erkenntnis dort, wo der Köder ins Wasser tapert. Aber wenn ich den Haken ein bisschen runterlasse, den Köder, oder der Faden, die Schnur nur ein bisschen verweht, bin ich in völlig anderem Gewässer. Gehe ich ein Stück zurück, sehe ich noch viel mehr, dass der Fluss vielleicht 1000 Meter breit ist, dass er vielleicht 10.000 Kilometer lang ist, vielleicht noch länger, dass unsagbare Mengen an Wissenswasser diesen Fluss herunterkommen und ich, kleiner Mensch, halte meine Angel irgendwo hin mit meinem tapernden Köder und will behaupten, ich hätte erkannt, was das Leben ist oder die Welt. Und da sage ich nur, wir sind immer noch diejenigen mit der Angel. Aber jetzt ist es so, der Haken oder der Köder, der schwimmt ein bisschen weiter herum. Und das heißt, ja, es ist schön, wenn wir mehr wahrnehmen. Wir brauchen auch keine Angst davor zu haben. Wir brauchen den Mut, uns gegenseitig in die Augen zu sehen und offen reden zu können, zu sagen, hey, ich habe das und das erlebt. Und sich mit dem anderen austauschen. Und wir brauchen niemanden mehr, der da oben steht und sagt, das ist alles richtig und das ist alles falsch. Und wir brauchen niemanden, der sagt, oh, wenn du das und das denkst, geh zum Arzt. So, okay, das wäre es jetzt erstmal für heute. Ist wieder viel zu lang. Schluss. Ciao.